So, was haben wir denn? Eine Mission vom Stahlberg, die können wir auf jeden Fall mal mitnehmen und dann schauen wir mal aufs Infobrett, ob wir da nicht noch ein bisschen mehr finden. Hast du etwas was Brauchbares? Nope. Was haben wir denn hier? Fünf Missionen für den Stahlberg, sehe ich das dann richtig? Hat sich jemand verlaufen? Das ist eine normale Rettungsmission. Habitat retten ist auch ganz normal. Ja, keine extra. Okay, haben wir einfach fünf Missionen im Stahlberg. Das gibt uns dann 25 Punkte, womit. Oh, wir kriegen nach diesem Tag, wenn wir die Mission erfolgreich abschließen, Bronzerang. So. Dann zahlen wir mal unser restliches Geld hier nochmal ein. So. Ich hab immer vergessen, mir diesen Persivschall endlich mal anzulegen. So. So, da 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 da. Ein Apfel reicht uns erstmal. Und insgesamt brauche ich auch nur zwei Sinelbeeren. Top-Elixier nehme ich mal eins mit. So. Und die Persivbeere, die ich mir da dabei hatte, die kann ich dann eigentlich auch gleich wieder hier reinlegen. Das. So, dann holen wir uns. Vielleicht nehmen wir uns mal den Don Marci mit. So, du kommst mal mit zum Team. Dann haben wir den Don Marci jetzt dabei. Eines sollte ich vielleicht noch machen. Alle Jobs auf ausüben. Wo haben wir denn jetzt eigentlich? E3, 5, 6, 7 und 8. Also nur auf 1, 2 und 4 nicht, aber auf Ebene 1 ist eh nie ein Job. Also, auf zum Stahlberg. Moment, sind eigentlich unsere Georoprox? Ja, die sind noch fixiert, passt. Mehr als einen Attackenpunkt kriegst du nicht von mir. So. E2. Was haben wir hier? Einen Warp Orb. Der kann hin und wieder mal nützlich sein. So, Zielebene erreicht. Dann schauen wir mal. Noch ein Warp Orb. Okay. Da haben wir die Treppe. Da ist das Taubsi, das wir retten müssen. Ach. Nein, ich möchte den Dungeon noch nicht verlassen. Ich möchte das Abenteuer fortsetzen. Menge Pokémon, da bleib mal lieber nicht. Kostet mich nur zu viele Attackenpunkte. Ach ja, das sollte ich vielleicht auch noch machen. IQ prüfen, den bitte ausmachen und den bitte anmachen. Dann außerdem Metallsound bitte auslassen. Dann hier ein Stolunio noch kaputt machen.
So, wir sind auf E4. Hier haben wir keine, oder? Nö. Dann gehen wir gleich weiter. Na dann. Immer schön weiter durchkloppen. Ein Kleinstein. Ach komm, mach du das. Ja, genau so. Das Pfiffchen. So. Nein, ich möchte den Dungeon immer noch nicht verlassen. Und weiter geht's zum nächsten Rettungsjob. Hier oben ist nichts, das ist ja sehr schön. Noch mehr Georockbrocks. Tanheel. Explosivsamen kann man ja auch immer brauchen. Hier kriegst was. Und gibt es hier noch irgendwo hin? Ah ja, genau, hier ist das Habitat. So, hier wollen wir aber auch noch nicht gehen. So. Jetzt dürfen wir nur den ganzen Weg wieder zurückgehen, weil da hinten führt kein Weg durch. Chrissy erreicht Level 11. Das ist sehr schön. Und weiter geht's. Stahlberg E7. Wir haben hier wieder eine Zielebene erreicht. Ein Flieh-Orb. Wie überaus praktisch. Und da ist wieder ein Gummi. Noch ein Weißgummi. Wieder einmal mal stur alle Attacken daneben gehen. So. Wir müssen hier noch unseren Klienten finden. Okay, da geht's nur im Kreis. Ich habe keine Attackenpunkte mehr auf dem Donnerschock. Ach komm, hier kriegst einen Stein.
War jetzt ein Feld zu weit eigentlich. Du kommst mal her. So, dann haben wir hier noch das Taubsi. Ja, das wollen wir auch retten. Nein, ich möchte den Dungeon nicht verlassen. Und ja, ich möchte das Abenteuer fortsetzen. Plus Siegsamen und 82 Poke. Das ist doch schön. Magen knurrt. Gut, dass wir jetzt schon auf der letzten Ebene sind, auf die wir hin müssen. Und da ist auch schon unser Klient, aber da unten ist noch ein Item, das nehme ich noch mit. So. So. Ich möchte den Dungeon jetzt aber trotzdem nicht verlassen, einfach weil wir hier schon noch die letzte Treppe haben. Hier ist niemand, es geht nicht weiter. Zeit umzukehren. So, jetzt dürfen wir erstmal schön Belohnungen einsacken. 200 Poke, 5 Retterpunkte. Da haben wir 10 Geo-Rockbrox und ein Top-Elixier und 5 Retterpunkte. Nochmal 10 Geo-Rockbrox und Amrena-Beere. Geben uns alle Geo-Rockbrox. Und wir sind in den Bronzerang aufgestiegen. Und noch mehr Geo-Rockbrox. So. Speichern wir hier. Und jetzt passiert wieder was. Guten Morgen, Kilian. Heute strengen wir uns wieder an. Kilian, Chrissy. Huch, wer war das? Oh, Raufi, wie geht es dir? Bitte. Helft meinem Freund. Was ist denn los? Ich habe mit meinem Freund Safkon im Wald verstecken gespielt. Aber dann habe ich Safkon nicht finden können. Er ist immer noch da draußen. Verstehe, verstehe. Das klingt gar nicht gut. Hey, was fällt euch ein? Nur keine Angst. Wir sind hier, um deinen Kumpel Safkon zu retten. Jetzt warte mal. Raupi hat uns um Hilfe gebeten. Glaubt ihr wirklich, ihr hättet irgendeine Chance, ihr Amateure? Was sagst du da? Ich sagte doch schon, es spielt keine Rolle, wer hier Rettungen durchführt. Und derjenige, der eine Rettung erfolgreich beendet, ist es natürlich ein Held. Hör mal, Raupi, willst du nicht lieber, dass wir das machen? Oder gib deine Belohnung doch einfach dem Team, das deinen Kumpel zuerst rettet. Aber ich habe gar kein Geld. Ach, mach dir darüber keine Sorgen, mein Freund. Wir können bestimmt deine Eltern überreden, uns eine ordentliche Belohnung zu geben. Oh yeah, du kannst sogar unserem Team beitreten. Zu einem Angebot kannst du nicht widerstehen. Wenn du bei uns mitmachst, Raupi, wirst du bei Team Übel eine große Nummer sein. So sieht's aus, Chrissy. Wer zuerst kommt, siegt. Los Leute, bringen wir es hinter uns. Keine Angst, wir retten deinen Freund. Kilian, gehen wir. So. Haben wir irgendwas im Briefkasten? Nein, haben wir nicht. Hast du heute was Interessantes? Ah nee, der verkauft mir. Der will mir ja nichts verkaufen, solange mein ganzer Sammelbox voll ist. Dann lässt er mich ja nicht mal sehen, was er hat. So.
Na dann. So, dann jetzt sagen wir aber mal, ob du was hast. Du hättest sogar einen Belebersamen. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt lieber erstmal und hol mir noch ein Partnerareal. So, gehen wir einfach von oben nach unten weiter durch. Holen wir uns dieser Wanne. So, mehr Geld haben wir nicht mehr. Gibt es hier eigentlich wieder irgendwas Interessantes? 3 Jobs in der Donnerlöhle, aber gut, wir brauchen heute ja sowieso keine Jobs. Da schauen wir dann lieber. So, ich glaube, wir holen uns den Don Marcy wieder mit ins Team. So, und dann machen wir uns mal auf zum Finsterforst. Hier muss es sein. Safkan hat sich in diesen Wäldern verlaufen. Gengars Gang müsste bereits hier sein. Wir müssen uns beeilen.